Und vor mir ist genau dieser Hacker-Guide. Das 24-Stunden-Experiment ist vorbei, aber das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist crazy. Und jetzt lädst du dir alle Bilder von diesem Handy runter. Unser Smartphone ist eigentlich nichts anderes als ein mobiler Computer. Das heißt, es ist aber auch genauso anfällig für Viren, Trojaner und Malware wie eben dieser. Und trotzdem fühlen die meisten von uns sich doch relativ sicher. Ich meine, wenn man nicht auf irgendwelche Links klickt oder unseriöse Anhänge, dann wird das Ding ja wohl nicht gehackt werden können, oder? Das habe zumindest bis heute ich gedacht, dass die Geschichten von geleakten Chatverläufen, runtergeladenen Nudes und so weiter eigentlich nur in der Promi-Welt passieren. Trotzdem habe ich mal nachgeschaut und im Internet gibt es haufenweise Guides, was mich schon echt erschrocken hat, aber die meisten sind eben dafür da, wenn das Handy vor einem liegt, aber man beispielsweise einfach nicht mehr reinkommt, weil man den Code vergessen hat. Aber was ist, wenn ich jetzt auf das Handy meiner Freunde zugreifen will? Wenn ich wirklich ein Hacker sein will, der genau sowas macht? Wo muss man gucken? Und ihr könnt es euch schon vorstellen, für dieses Selbstexperiment bin ich letzte Woche wieder zurück ins Darknet, habe mir die Guides dort angeguckt und versucht, in 24 Stunden hacken zu lernen. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal aus dem Off. Bevor wir mit dem Video jetzt starten, das Ganze ist natürlich nur educational purpose only. Und das ist wichtig, bevor das im Video zu kurz kommt, weil ich bin ehrlich, wir haben uns auch über das Ergebnis relativ erschrocken. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, Leute, für den ganzen Support. Ja, unglaublich, wie viele Kommentare, wie viele Abos bei uns immer wieder dazukommen. Trotzdem sind laut Statistik 60% immer noch Non-Abonnenten. Also gerne mal den Kanal abonnieren. Jeden Sonntag 18 Uhr gibt es hier spannende Internet-Experimente. Jetzt allerdings zu diesem hier. Es ist gerade 23.04 Uhr, ja, wenn wir dieses Experiment starten. Das heißt, bis morgen Abend um 11 Uhr wollen wir genau so ein Handy im besten Fall gehackt haben. Und mich würde mal interessieren, was glaubt ihr? Ja, pausiert gerne mal das Video, schreibt mal unten drunter einfach, ja oder nein, wird das funktionieren? Ich bin ehrlich, kann es mir nicht vorstellen. Ich gucke Chris an. Er ist auch sehr skeptisch. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, allgemein beim Thema Hacken. Man unterscheidet hier eigentlich zwischen dem sogenannten White Hat Hacker. Das ist der mit den guten Absichten. Das heißt, ein Hacker, der wirklich beigeht, der hackt Sachen, Systeme und so weiter, um auf Sicherheitslücken hinzuweisen. Also der will nicht wirklich irgendwie Schaden verursachen oder so. Und dafür sind auch viele dieser Guides eben im Internet, die man jetzt beispielsweise im Freenet findet. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch diese bösere Komponente und das ist der sogenannte Black Hat Hacker. Und das ist der, zu dem wir jetzt werden wollen. Deshalb ist unser Objekt der Begierde jetzt auch nicht wirklich Handys von Freunden, um die auszuspionieren, sondern wir haben hier von Chris das Zweithandy und im besten Fall kommen wir genau hier rein. Ich würde sagen, wir gehen an der Stelle rein. Ihr seht es im Hintergrund schon, das ist so eine Übersicht, wo die ganzen Foren sind und ich zeige euch das jetzt mal. Die Seite heißt dark.fail. Wer wissen will, wie man auch genau den Tor-Browser benutzt, kann gerne auch nochmal unseren ersten Teil auschecken, da haben wir das genau erklärt. Im Endeffekt ist das eine Übersicht, welche Foren sind gerade online, welche sind offline. Und wir haben jetzt mal dieses Forum hier ausgewählt, sind da auf Digital Goods, haben oben Phone eingegeben und jetzt sieht man hier schon insgesamt 93 Ergebnisse. Ja, und hier gibt es wirklich im Endeffekt alles. FBI Hacking and Forensic Toolkit Hack into Phones, Instant Delivery, $4. Also es kostet wirklich fast gar nichts. Bypass Cell Phone Screen Lock Easy, also viele verschiedene Dinge. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt hier mal ein paar raus, ja, die eh, wie ihr es gerade seht, alle nur so ein paar Dollar kosten. Und dann schauen wir uns die mal an. Leute, es ist 2.14 Uhr und ja, ich habe jetzt hier einen Guide gerade offen, der hat $1 gekostet, okay? Der heißt How to Hack Any Smartphone, ist komplett veraltet von 2015, teilweise die Links funktionieren nicht, die Tools, die da angegeben sind, die kann man überhaupt nicht mehr runterladen. Und ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich irgendein Guide, den der Typ aus dem Internet runtergeladen hat und jetzt im Darknet einfach weiterverkauft. Dann habe ich hier einen, der heißt Bypass Any Cellphone Screen Lock Easy 2021. Also ich glaube, da wurde bei den ganzen Guides so drauf geachtet, dass der möglichst so Keyword-lastig ist und gut gefunden wird. Und das ist tatsächlich einfach so eine TXT-Datei mit irgendwelchen Instructions, wo man irgendwie gar nichts von ablesen kann. Muss aber dazu sagen, wir haben das auch schon im Interview mit Martin Frost, könnt ihr gerne mal auschecken, das Video, gelernt, dass diese Nutzer, die wenig oder so gar keine Rezension haben, die verkaufen tendenziell im Darknet Müll oder sogar gar nichts. Also das Geld ist dann einfach weg. Ein Lichtblick gibt es allerdings. Und zwar haben wir hier einen Nutzer, der hat nur 5-Sterne-Bewertung und er schreibt auch selber, er war schon bei Alphabay, bei Wall Street und so weiter. Nur, da konnten wir nicht so einfach kaufen. Ja, wir wollten seinen Guide, wir haben das Geld auch überwiesen, dann kam allerdings eine Nachricht und er sagt, hey, sorry, ich mache keine Geschäfte mit 9 Nutzern, ich überweise euch das Geld zurück, außer du kannst mir jetzt einen Benutzernamen nennen, den du schon mal in einem anderen Forum hattest. Problem, wir waren halt noch nie in einem anderen Forum. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal einen guten Kollegen, der schon ein bisschen länger im Darknet unterwegs ist, gefragt, ob wir seinen Benutzernamen nehmen dürfen. Ich werde jetzt mal keinen Namen nennen, aber er sagt auf jeden Fall... Ja, vielleicht kommt es gut, wenn du einfach noch dazu sagst, dass du im gleichen Namen auch bei White House Market angemeldet warst. Dann wisst ihr, dass du ein langer Player im Business bist.
So sieht's aus. Und das haben wir Ihnen geschickt und da warten wir jetzt auf die Antwort. Also ich hoffe, diesen Guide kriegen wir, weil wenn der nur positive Rezensionen hat, dann wird der wahrscheinlich funktionieren. Noch in derselben Nacht habe ich tatsächlich eine Antwort bekommen und die haben noch mal ein, zwei Sachen nachgefragt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die wollten echt sicherstellen, dass man kein neuer Nutzer ist, dass man den Guide auch wirklich benutzen will und so weiter. Ich bin da auf jeden Fall erfolgreich durch und vor mir ist genau dieser Hacker-Guide. Er heißt FBI Toolkit. Ich zeige ihn euch jetzt gleich und es wird hier suggeriert, dass alle diese Tools, die man sich sogar hier runterladen kann, benutzt werden vom FBI, um bestimmte Dinge zu hacken. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. So, man sieht jetzt hier schon, der wurde erstellt am 12. Juli 2018, wurde allerdings letztes Jahr im August geupdatet. Was man hier im Endeffekt jetzt hat, sind alles Links zum Runterladen. Also musst du jetzt entscheiden, was du haben willst. Conboot, Entire Elcom Soft, Passware Forensic, WinUFO, Mobile Edit Forensic Version 1, 2, Recovery Tools, Oxygen und so weiter, More Hacking Tools, also ihr seht hier Network Tools, RADS, SMS, VPN-Geschichten. Dazu, das werde ich jetzt allerdings an dieser Stelle nicht zeigen, gibt es auch noch ein Forum, wo man im Endeffekt Fragen stellen kann und wo Leute auch so ein bisschen erklären, wie die einzelnen Sachen funktionieren. Wir gehen das jetzt mal einmal durch und dann entscheiden wir uns mal, was wir als erstes testen. Und wir starten an dieser Stelle mit dem ersten Tool. Ich habe, wie gesagt, parallel hier dieses Forum offen, weil die erklären auch so ein bisschen, wie man das anwenden soll. Das ist ein Recovery-Tool, beziehungsweise es sind tatsächlich sogar drei, die hier drin sind. Und das wird vor allen Dingen genutzt, wenn beispielsweise Handys geklaut werden. Ja, für Handy-Shop-Besitzer relativ interessant. Und wie man auch sonst an ein physisches Handy von jemandem rankommt. Das heißt, das ist jetzt keine Möglichkeit, ein Handy über Strecke zu hacken, sondern du musst es zumindest für ein paar Minuten oder eine Stunde oder so mal in der Hand haben. Diese Tools stellen Daten wieder her, die gelöscht worden sind und die gehen eben davon aus, dass es oft so brisante Details sind, ja, oder du klaust von jemandem das Handy, stellst die wieder her und damit kannst du vielleicht sogar die Person am Ende erpressen. So, ich würde sagen, wir laden uns das hier runter. Wir sind übrigens, ihr seht es, auch hier im Office, weil das will man nicht unbedingt am Rechner zu Hause machen, ja, diese ganzen Downloads. Deshalb benutzen wir hier schön die Firmenrechner. Chris ist auch mit am Start. Der wird das nämlich parallel auch machen, weil ich glaube, sich hier wirklich so durchzuforsten, das wird ein paar Stunden dauern. Zwei Stunden sind rum. Ich muss ehrlich sagen, Leute, für das gebe ich mich jetzt an dieser Stelle geschlagen. Der erkennt einfach partout dieses Gerät nicht. Ich vermute einfach, dass es irgendwie ein Update gab und dadurch irgendwie die Software nicht mehr drauf zugreifen kann. Aber egal, was ich gemacht habe, keine Chance. Wie ist es bei dir gelaufen? Nö, also bei mir hat das jetzt eigentlich auch nicht funktioniert. Ich habe da dieses I like Android Recovery Pro probiert, aber ich kann das hier anstecken. Das bestätigt das Ganze. Und ich komme im Endeffekt aber nie über diesen Screen hinaus, dass er sagt, muss mein Gerät identifizieren. Also keine Ahnung, wo das Problem hier liegt. Also an dieser Stelle auf jeden Fall ein X, ja, für das Recoveren. Es hat nicht funktioniert, aber wir haben jetzt direkt schon wieder was Nächstes gefunden. Und das finde ich persönlich wirklich crazy, wenn es gehen würde. Das Ganze nennt sich RAT, also wie Englisch Ratte, steht für Remote Administration Tool. Und was das im Endeffekt bedeutet, so wird zumindest hier suggeriert im Forum, ist, dass du etwas auf dem Handy installierst von jemandem, kannst ihm das auch zuschicken und du sollst die komplette Kontrolle über das Handy dann haben. Ob das wirklich funktioniert, da fuchsen wir uns jetzt ran. 23.11 Uhr. Ich weiß nicht, ob man sieht, Leute, das 24-Stunden-Experiment ist vorbei, aber das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist crazy. Vielleicht einmal kurz vorweg. Das erste, was wir getestet haben, das erste Tool, hat nicht funktioniert. Das zweite Tool hat nicht funktioniert. Aber das dritte, dafür umso heftiger. Ich wollte das erst da drüben installieren. Du hast dann gesagt, nee, lass lieber nicht machen. Nee, genau. Ich habe gesagt, wir lassen das auf einer virtuellen Box machen, weil keine Ahnung, ob da ein Virus drin ist oder sonst was, läuft dann noch am Firmenrechner, damit wir da einfach geschützt sind. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an, oder? Genau. Lass uns reingehen, damit ihr es auch seht. Im Endeffekt basiert dieses Programm darauf, dass wir eine App erstellen, die wir dann irgendwie auf das andere Handy bekommen. Komme ich gleich noch zu. Das heißt, du gibst jetzt hier tatsächlich erstmal den Victim, also den Namen des Opfers an. Das ist in dem Fall Chris. Das ist ja auch sein Zweithandy. Du kannst hier den App-Namen angeben, also zum Beispiel Instagram. Und ihr seht auch oben rechts zum Beispiel dieses kleine Icon. Das kann man ändern, dass es genauso aussieht wie das Instagram-Icon. Dann kannst du beigehen und kannst im Endeffekt deine IP angeben, ja, von dem Rechner, von wo aus du das steuerst, um diese Verbindung dann herzustellen. Ganz heftig, du kannst jetzt sagen, mit einem Klick,
Hide Application. So, das heißt, wenn die App installiert ist, die einfach gar nicht angezeigt wird. Also man gar kein Icon dafür sieht oder sogar Merge. Was man hier zum Beispiel machen könnte, ist, du mergst jetzt diese App mit einem Spiel. Ja, stell dir vor, du hast irgendwie so ein kleines Handy-Game, du machst dafür so eine Website, na, vielleicht mit irgendwie ganz coolen Grafiken, mit so einem fancyen Icon. Du mergst das jetzt mit diesem Game und jemand lädt dieses Game auf sein Handy, weil es vielleicht die Beta ist oder die Alpha oder irgendwie sowas, spielt dieses Spiel und gleichzeitig ist die App aber eigentlich getarnt und man sieht nicht, dass man dieses Spy-Tool auf seinem Handy hat. Dann ist es halt so, dass du die wirklich hier mit einem Klick bilden kannst. Wir machen das jetzt hier mal einmal live für euch. Zack, 3 Sekunden später ist die App fertig. Also die wird hier für einen sozusagen gecodet. Ja, man selber muss da nichts machen und hat eine APK auf seinem Rechner. So, was haben wir gemacht? Wir haben die jetzt genommen und haben die einfach per WeTransfer verschickt. Wie gesagt, gibt viele Möglichkeiten, wie man damit auch viel Schabernack machen kann. Wollten wir ja gar nicht. So, dann ist die auf dem Handy. Das Handy muss natürlich an sein. Und jetzt kommt man in folgende Konsole. Und Leute, das ist wirklich, wirklich krank, wenn man sich das anschaut. Man hat hier eine Konsole, wo man sieht, was man alles machen kann. Vielleicht mal angefangen mit SMS lesen. Ja, einfach mal auslesen, was sind denn auf diesem Handy so für SMS. Dann kannst du beigehen, Anruferlisten. Dann siehst du alle Accounts, wo Chris angemeldet ist. Ja, also zum Beispiel, wenn er jetzt, weiß ich nicht, bei Google, bei Coinbase angemeldet ist. Und was wir auch eigentlich am krassesten fanden, ist halt wirklich diese Bilderfunktion. Das heißt, du klickst da jetzt drauf. Jetzt stell dir mal vor, du hast zu Hause wirklich deinen Laptop. Du klickst da drauf und jetzt lädst du dir alle Bilder von diesem Handy runter. Hier siehst du mal ein Bild. Er steht ja gerade im Fahrstuhl, so ein After-Gym-Bild. Du kannst wirklich alle angucken, alle runterladen. Was weiß ich am Endeffekt noch damit machen. Und was auch sehr krass ist, also das hier ist mein privates Handy. Das ist, wie gesagt, das, wo die App drauf ist. Du kannst jetzt via Fernsteuerung einen Anruf machen. Ja, Chris klickt jetzt einfach mal die Nummer so auf meinen Namen im Kontaktbuch und jetzt ist hier einfach ein Anruf. Chris ruft mich jetzt gerade an. Zack, so, und dann ist die Verbindung hergestellt. Jetzt könnte jemand von zu Hause da sitzen und kann einfach diesen Anruf fernsteuern und kann sogar komplett diesen Anruf abhören. Also ich muss wirklich sagen, finde ich krank. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde es auch sehr heftig, dass es mehr oder weniger so einfach geht und dass du jetzt nicht großartig viel Vorwissen brauchtest. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hat gedauert. Ne? 6-7 Stunden saßen wir da dran, bis es wirklich lief. Aber dann alles schön aufbereitet. Jetzt habe ich noch eine Sache gemacht und deshalb werde ich auch dieses Experiment jetzt noch um ein paar Stunden verlängern. Ich habe nämlich mit einem Dude im Forum geschrieben, der hat uns die ganze Zeit schon geholfen. Und der hat mir jetzt noch eine andere Methode gegeben. Und zwar, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber du erzeugst einen Link. Diesen Link bringst du auf das Handy einer anderen Person. Also schickst das zum Beispiel jemand, ich werde es Matthias jetzt einfach mal schicken, einem Bro von mir. Und dann hat er mir sogar genau gesagt, welche Voice oder welchen Text ich dazu schreiben soll, dass die Chance groß ist, dass derjenige auf den Link klickt. Und jetzt kommt's. Angeblich soll sich die Selfie-Cam dann öffnen und man sieht in dem Moment ganz genau, also die macht wohl im Sekundentakt Bilder und sieht im Endeffekt, was Matthias da gerade vor seinem Handy macht. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Das will ich jetzt unbedingt ausprobieren und das Ergebnis teile ich mit euch morgen früh. Okay, Leute, und jetzt sitze ich hier zum Fazit und erstmal eine Sache vorweg, es hat funktioniert. Es ist ein Programm, was auf der Command-Line läuft. Wir mussten dann eine Server-Application aufsetzen, die heißt ngRock. Damit wiederum kann man einen Link erzeugen, der sieht sehr, sehr fishy aus. Wir haben dann einen Bitly draus gemacht und den habe ich im Endeffekt Matthias geschickt. Man muss dazu sagen, das Ganze ist im Endeffekt Social Engineering und so funktioniert Hacken sehr, sehr oft, wenn man sich damit mehr beschäftigt, weil heutzutage halt die Maschinen sehr, sehr gut sind, teilweise auch sehr sicher. Deshalb geht man oft eher auf den Fehler des Menschen. Das heißt, man manipuliert den. In dem Fall habe ich ihm eine Voice-Nachricht geschickt, habe gesagt, hey, du, ich probiere da gerade was aus, ja, einfach mal draufklicken und alles bestätigen. Hat er gemacht und eine Sekunde später hatten wir dann, wie man hier sehen kann, ein Bild von ihm. Das heißt, wirklich im Sekundentakt kamen dann so Bilder. Er hat das natürlich gemerkt, hat mir auch geschrieben, okay, Bro, aber ich musste ja auch Kamera anmachen und so weiter. Ja, aber was wäre, wenn man die Person jetzt vielleicht nicht so gut kennt und man hat einfach eine gute Story. Zum Beispiel, hey, wenn du das machst, dann passiert das und das, das ist eine Verification, da und dafür, da musst du dein Perso einscannen. In dem Moment, zack, hat man Zugriff. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich bisher das krasseste Experiment, was wir auf diesem Kanal je gemacht haben. Einfach deshalb, weil unsere Vermutung war, okay, wir lernen Hacken im Darknet. Ich dachte, es geht um Coden, Programmieren. Habe ich noch nie gemacht. Deshalb war sogar meine Vermutung, nach 24 Stunden hat man kein Ergebnis. Aber es gibt ja echt Tools, die funktionieren super benutzerfreundlich. Ihr habt gesehen, man hat so eine Maske, man klickt wirklich auf Pictures und sieht die dann alle in diesem Folder und das ist schon echt erschreckend.
Möchte an dieser Stelle aber auch nochmal darauf hinweisen, Leute, wir haben das wirklich für Educational Purpose Only gemacht. Wenn man das jetzt wirklich macht bei jemandem, ja, dann geht es wirklich um das Ausspähen sozusagen von Daten. Und da ist eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren, hohe Geldstrafen und so weiter drauf. Deshalb bitte, bitte, auch wenn das hier alles so einfach aussah, nicht nachmachen. Ihr könnt euch damit echt euer komplettes Leben verbauen. Außerdem habe ich gelernt, mein Handy werde ich nie wieder irgendwo rumliegen lassen. Manchmal geht das innerhalb von Sekunden, dass jemand da was drauf hat. Ich werde auch nie wieder irgendwelche Applications aus dem Internet runterladen, so nach dem Motto, ja, das ist eine Alpha oder eine Beta oder so. Weil wenn man mal wirklich diese andere Seite gesehen hat, auch wie simpel das ist und worauf man vielleicht gar nicht so achtet, ne? Man hat dann schnell mal einen Zugriff gegeben, okay, und der ist dann permanent da, dann muss man echt sagen, Safety first. Updatet also immer wieder euer Handy, eure Apps und so weiter. Das war's an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben echt sehr, sehr viel Herzblut und vor allen Dingen Schweiß reingesteckt. Hier sind gefühlt 45 Grad. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es ein neues Video. Und wer unseren ersten Teil vom Thema Darknet noch nicht ausgecheckt hat, kann das an dieser Stelle machen. Ich spoiler schon mal. Es wird, wenn ihr jetzt Lust drauf habt, außer ihr schreibt jetzt alle auf gar keinen Fall einen dritten Teil, sehr bald tatsächlich schon einen dritten geben. Und da haben wir auch recht prominente Rechtsberatung mit drin. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag.